Tschüss Impulsmotor. Der Impulsantrieb wird 2020 eingestellt. Was genau das für dich als Kunde bedeutet und wie es dazu kam, jetzt in diesem Video. Der Impulsantrieb kommt schon seit 2011 bei Rädern von den Derbycycle-Marken Kalkoff und Raleigh zum Einsatz. Über die Jahre haben auch viele weitere Marken auf den Impulsmotor gesetzt, zum Beispiel Focus, Gazelle, Rixe, Univega, Victoria und sogar Hercules. Wir schreiben das Jahr 2011. Bosch E-Bag Systems ist noch ein kleines Start-up innerhalb des großen Bosch-Konzerns. Die Produktion des neuen Mittelmotors ist seit Anfang des Jahres angelaufen. Yamaha in Europa beim E-Bag noch unbekannt. Shimano-Mittelmotoren noch keine auf dem Markt. Die damals noch relativ jungen E-Bikes werden hauptsächlich an ältere Herrschaften verkauft. Von Stückzahlen von 1 Million E-Bikes pro Jahr wie 2018 träumt man noch nicht mal. Da kommt der Impulsmotor von Daum gerade recht. Er bietet einen für damalige Verhältnisse relativ starken Mittelmotor, welcher sich mit einer Nabenschaltung und Rücktrittbremse kombinieren lässt. Für die damaligen, hauptsächlich älteren Kunden natürlich ein super Kaufargument. Rücktrittbremse kennt man, ist man gewohnt und will und kann es sich eigentlich auch nicht mehr abgewöhnen. Knappe 8 Jahre später, im Jahr 2019, ist auf dem E-Bike-Markt kein Stein mehr auf dem anderen. Bosch E-Bike Systems ist kein kleines Startup mehr, sondern ein eigenständiger Geschäftsbereich des Bosch-Konzerns und gefühlt auf jeden Fall Marktführer. Shimano-Mittelmotoren kommen bei vielen Herstellern zum Einsatz. Jedes Jahr dringen neue Motorenhersteller auf den Markt. Große Firmen wie zum Beispiel ZF, Brose, Continental, Mahle, aber auch kleinere und neuere Anbieter wie Pendix und andere. Beim jahrelangen Impuls-Fan Kalkoff kommen inzwischen noch 4 bis 5 andere Motorenhersteller zum Einsatz. Andere Marken wie Univega, Rixe oder Gazelle haben dem Impulsmotor schon vor längerem abgeschworen. Der Fahrradkonzern Derbycycle hatte sich vor einer Weile beim eigentlichen Impulshersteller Daum zu 50% eingekauft. Jetzt ist allerdings bei Kalkoff und Raleigh als letzte Derbycycle-Marken auch endgültig Schluss. Wer wissen will, wie es nun zur Einstellung des Systems kam, muss einfach nur eine Suchmaschine anschmeißen. Wer in Google die Wörter Impulsantrieb eingibt, dem wird als zweiter Vorschlag von Google als drittes Wort Problem ergänzt. Eine unschuldige automatische Ergänzung von Google stößt einen also direkt auf das Problem. In Online-E-Bike-Foren häuften sich teilweise die Beschwerden über das Impulsantriebssystem massiv. Dabei ging es vor allem um die Motorreihen Impuls 2.0 sowie die Evo-Serie. Die Rede ist von Defekten an der Sperrklinken des Motors, Vibrationen des Antriebs oder ein Knacken und Blockieren. Auch auf dem Online-Portal Pedelec Monitor sind verschiedene Probleme von Nutzern gut dokumentiert. In der Beschreibung ist dazu ein interessanter Link, welche gerade auch auf die Monate vor der Verkündigung der Einstellung eingeht. Allerdings darf man sich nicht täuschen lassen. Laut eigenen Angaben sind derzeit laut Derbycycle rund 500.000 Systeme mit Impulsmotor auf dem Markt. Gibt es bei 1 bis 2% der Motoren Probleme, so entspricht das bei 500.000 davon rund 5.000 bis 10.000 Antriebseinheiten. Verkauft ein Fahrradhändler viel Impulsantriebssysteme, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass dabei der ein oder andere fehlerhafte Antrieb dabei war. Das prägt natürlich im schlimmsten Fall den Ruf eines ganzen Antriebssystems. Genaue Zahlen sind natürlich schwierig abzuschätzen. Hinzu kommt, auch Bosch-Motoren hatten über die Jahre so ihre Probleme. Fahrer der Classic-Line von Bosch wissen, was gemeint ist. Zwar hat Derbycycle 2017 verbesserte Versionen der Antriebe auf den Markt gebracht, einen geschädigten Ruf stellt man damit aber nicht wieder her. Als Händler oder Kunde setzt man natürlich, wenn man sich einmal damit die Finger verbrannt hat, lieber auf ein anderes System. Und sich Fehler zu leisten in einer Zeit, in der Bosch mit seinem CX-Antrieb den Markt dominiert und eMTBs das nächste große Ding sind, ist ungünstig. Nun wird der Impulsmotor also in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. Laut Derbycycle haben sich seitdem die Marktanforderungen geändert. Ein Impulsmotor mit 3,9 kg bei 80 Nm Leistung wirkt 2019 nicht sonderlich konkurrenzfähig an einem eMTB. Andere Anbieter wie Bosch, Shimano, Panasonic, Brose und so weiter sind derzeit hier mindestens 5 Schritte voraus. Die geänderten Marktanforderungen sollen sich auch beim Händlerfeedback und den daraus resultierenden Bestellungen mit Impulsmotor gezeigt haben.
Deshalb will man sich nun bei DerbyCycle auf eine Zusammenarbeit mit großen Partnern wie Bosch oder Shimano konzentrieren. Kein dummer Schachzug, wenn man sich anguckt, dass Bosch etwa derzeit im E-Bike-Bereich Innovationen wie E-Bike, ABS, Kobi oder ein elektronisch gesteuertes Fahrwerk anbietet. Doch zwei Fragen bleiben. Zum einen, was ist mit Kunden, die noch ein E-Bike mit Impulssystem haben? Muss man das E-Bike jetzt wegschmeißen? Sollte etwas kaputt gehen? Und lohnt es sich noch, ein Impulssystem als Restposten zu kaufen? Die erste Frage ist schnell beantwortet. Laut DerbyCycle sollen die nächsten 6 Jahre alle Serviceleistungen für das Impulssystem aufrechterhalten werden. Weiterentwickelt wird am Impulsmotor in Zukunft jedoch auf jeden Fall nicht mehr. Auch Gewährleistungsansprüche will DerbyCycle noch nachkommen. Das führt uns zur zweiten Frage. Sollte man jetzt noch ein E-Bike mit Impulsantrieb kaufen? Der Impulsmotor wirkt heute etwas aus der Zeit gefallen. Das Anfahr- und Abschaltverhalten ist teils etwas ruppig. Dafür gibt es riesige Akku, schöne integrierte Systeme und vor allem jetzt eines, richtig gute Preise. Genial sind bis heute auch die vielen Einstellungsmöglichkeiten und der mechanische Schaltsensor. Hier hat man den Mitbewerbern vielleicht sogar noch etwas voraus. Wer also derzeit ein neues E-Bike sucht und etwas Geld sparen will, dem sei auf jeden Fall mal eine Probefahrt damit ans Herz gelegt. Teils war der Antrieb sogar seiner Zeit voraus. Etwa was die Anpassungsmöglichkeiten anging oder die Infos, welche das System anzeigte. Sportliche Räder findet man heute damit jedoch kaum noch. Die Regel sind eher Tiefeinsteiger für die City, häufig mit Nabenschaltung und auch Rücktritt. Wie der Service sich bei DerbyCycle nach der Einstellung in der Realität entwickelt, steht natürlich in den Sternen. Ein Serviceversprechen gibt es jedoch zumindest. Wer viel Geld beim E-Bike kaufen sparen will, hat nun auf jeden Fall den richtigen Zeitpunkt erwischt. Beim Händler handeln war wahrscheinlich noch nie so einfach. Wer die neueste Technik will, muss sich allerdings woanders umschauen. Was meint ihr? Jetzt richtig günstig kaufen oder doch lieber nicht, weil es Probleme geben könnte? Schreibt gerne eure Meinung und Erfahrungen mit dem Impulssystem unten in die Kommentare. Das war's mit diesem Video, euer Chris von Alles Fahrrad.